So, herzlich willkommen zurück zur hoffentlich 9. Folge. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mit den Folgennummern nicht durcheinander gekommen bin. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück, da wo wir hergekommen sind, dass wir ein bisschen systematisch hier vorgehen. Wir haben ja angefangen, Atlantis zu erkunden, indem wir entgegengesetzt den Uhrzeigersinn oder des Uhrzeigersinns gehen. Also mache ich hier weiter und gehe gleich in diesen Raum. So, hier finden wir wieder ein Gitter. Oha. Wir sind hier unten. Und das ist eine ziemlich schwere Wache, die wir auf anderem Wege ausschalten müssen als mit den Fäusten. Okay, wie komme ich jetzt hier zurück? Gehe zum Tunnel, okay. Da müssen wir nämlich einen Weg finden zu diesem anderen Lüftungsgitter. So, mal gucken, wo diese Wache lang geht. Ich lasse sie mal in Ruhe. Und sie geht unten lang, also gehen wir oben lang. Und betreten diesen Raum. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir einen Teich, wo ziemlich viele Krebse rauskommen. Krabbenraum, okay. Und einen weiteren Raum mit einem Gitter. So, mal gucken, wo uns dieses Gitter hinführt. Ah ja. In einen Raum mit einer Aalfigur. Die kennen wir doch noch irgendwoher. Und wir wissen, dass diese Figur, wenn wir eine Orikalkumperle einsetzen, Hitze erzeugt. So. Okay, weiter geht's. In diesen Raum. Gut, dann werden wir der Wache dort begegnen. Das lässt sich leider nicht vermeiden, es sei denn, ich warte hier oben in der Ecke irgendwo. Aber das wäre zu. Jones, is it? Now we've got you. We'll see about that. Das wäre zu zeitaufwendig. So. Hände hoch. Put 'em up. He doesn't have anything worth taking. Gut. Mit dem Nummernblock 0 können wir quasi cheaten. Damit er uns nicht länger auf den Sack geht. Ich glaube, hier müssten wir dann öfter mal kämpfen. Ah ja. So, hier haben wir den Lavaraum. Allerdings, ah ja, okay. Und uns fehlt noch etwas, weil wir brauchen nämlich einen Becher voll mit Lava. Wozu, das zeige ich euch dann später. So, wir brauchen noch einen Gegenstand. Damit haben wir das zweite, fast dritte Viertel erkundet. So, hier ist ein großer Raum. Ah, das ist diese Eingangshalle. Ich glaube, hier kommen wir momentan erstmal noch nicht wirklich weiter. Hm, perfekt. You must be Indiana Jones. Okay, weiter geht's. So, dieser Raum. Genau. Ah ja. Ah ja. Ich benutze die Orikalkumperle. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wozu wir diese Aalfigur brauchen. Aber wir erinnern uns, wenn wir die Perle in den Mund stecken, wird die Figur heiß und bringt Eis zum Schmelzen. Und ich glaube... Hey, it's getting hot. Und das Wasser ist verdunstet. Und übrig bleibt von der schönen Figur nur ein Klumpen. I don't need a worthless heap of slag. Okay, und diesen wertlosen Klumpen brauchen wir nicht. Und die Tür, glaube ich, geht auf, indem wir, glaube ich, eine Perle hier in die Statue stecken. Da wir aber keine mehr haben, müssen wir uns erstmal welche besorgen. Und durch diese Tür kommen wir quasi in den inneren Kreis. Oh, ich versuche mal schnell an der Wache vorbeizukommen. Perfekt. Und betrete in diesem Viertel den letzten unentdeckten Raum. Und dieser Raum ist wieder mal ein leerer Raum.
So, und jetzt überlege ich gerade, wo ich das Teil herkriege, was uns noch fehlt. So, dann haben wir hier noch zwei unentdeckte Räume. So, hier gibt's nichts. Ich öffne mal das Gitter. Ah ja, das ist also der richtige Weg. Aber uns fehlt noch was, um die Wache auszuschalten. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich in diesem Raum das Teil finde, was ich brauche. Ja, perfekt. So, ich nehme mir den Kopf einer Statue. So. Dann geht's zurück zum Lavaraum. Der war, glaube ich, hier im nächsten. Und wir schaffen es nicht. Chance again. Manchmal wünsche ich mir, dass es diese K.O.-Schlagtaste auch bei Indie 3 gegeben hätte. Es war doch ein bisschen ätzend, diese ganzen Kämpfe. Zumal sich das Leben dann nicht wieder regeneriert hat. So, Krabbenraum, Lavaraum. So, los, Indie, beeil dich. Gut. So, jetzt benutze ich mal diesen Statuenkopf mit dieser Vertiefung. Und wie man sieht, passt es. Und ich benutze meinen Steinbecher und schöpfe mir... I'd rather not stick my hand under a stream of molten lava. Ja, das klingt logisch. Ich nehme mal den Kopf wieder mit. Was mich allerdings auch wundert, dass man den so einfach anfassen kann. Ich stelle den Becher auf das Podest, benutze den Kopf der Statue. Aha. Und fülle mir einen schönen, leckeren Becher heiße Lava. So, dann geht es zurück. Der Wache entgegen wieder mal. Jones again. Er hatte letztes Mal schon nichts Nützliches dabei, also hat er diesmal wohl auch nichts dabei. So. Krabbenraum, den Krabbenraum, der ist auch noch wichtig. So. Dann müssen wir jetzt in den Maschinenraum, perfekt. So, die Treppe geht's hinauf. Und ich fülle diese Flüssigkeit in den Trichter. Und dann schauen wir mal, was passiert. Die Maschine setzt sich in Bewegung, Stufe für Stufe. Perfekt, und da wir das Zahnrad eingesetzt haben, funktioniert sie auch bis unten hin. Und spuckt uns eine ganze Menge Perlen aus. So, die nehmen wir an uns. So. Well, well, orichalcum beads. So, wie viel sind es? I've got a lot of beads. Okay, reichlich Perlen. So, dann wollen wir nochmal zurück zum Maschinenraum, glaube ich. Damit wir Sophia auch befreien. Wir könnten sie auch dort drinnen lassen. Dann haben wir ein Ende ohne Sophia, aber das möchten wir nicht, weil wir haben uns ja bewusst für den Teamweg entschieden. So, damit haben wir den Typen zum dritten Mal umgehauen. Ich hoffe, das ist bald vorbei. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo dieser Raum war. Ich glaube, der war hier im nächsten. War das der hier? Kann das sein? Gut, dann werde ich mal erstmal
um der Wache aus dem Weg zu gehen, diesen Raum hier benutzen. Und zwar eine von den Perlen hineinpacken. Und die Tür ist offen. So, da gehen wir aber noch nicht hindurch. Genau, weil ich, wie gesagt, erst Sophia holen möchte. Die sich, glaube ich, hier in dem Raum befindet. Nein, der war es nicht. Dann war es wohl einer von den Räumen hier oben, hoffe ich. So, Raum, Raum. Ich gehe mal in diesen. Nein, das war der Statuenkopfraum. Dann ist das der letzte. Genau. Durch den Schacht. So. Jetzt benutzen wir eine von unseren 1000 Perlen mit der Wächterstatue. Ach! So. I can't from here. Okay, wir können von hier aus nicht mit Sophia reden. Na, wo ist der Lüftungsschacht? Da, Tunnel. So, die Wache wäre ausgeschaltet. Jetzt können wir zurück. Und einen Kreis tiefer in Atlantis hineinschnuppern. Gut, die Wache kommt. Oh Gott. Komm, schnell, 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 schnell. Schaffen wir. So, wir gehen durch die große Doppeltür. So, sind im Inneren. Da haben wir. So, ich nehme mal noch dieses Statuenteil mit. Vielleicht brauche ich es noch. Ja. So, zerstörte Wächterstatue. Hier gibt es nichts weiter zu holen. So. Rede mit Sophia. Sophia? Well? Sit tight. Don't leave me here, Indy. Wir holen dich gleich raus. Ich guck mal nochmal die zerquetschte Wache an. Not much left of him. Okay. Dann öffne ich mal den Käfig. Are you sure this is safe? Hurry up! And let you drop this bronze door on me? Just trust me. Not if you're going to yell. Gut. Dann benutze ich unsere Schiffsrippe mit dem Käfig. I don't think that'll work. Funktioniert das nicht? I don't think that'll work. Mist. Ich muss da irgendwas zwischenklemmen. Ich weiß aber nicht was. Gut, dann werde ich mich mal nochmal auf den Weg machen, um irgendeinen Stab oder sowas zu besorgen. Dazu werde ich mich mal am äußeren Ring umsehen. Da gab es nämlich auch noch einige Stellen, die wir näher... Jones! Don't you dare leave me here, you troglodyte! Troglodyte? So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich in den äußeren Ring komme. Ich glaube, das war das erste Viertel. Ne, hier komme ich auch raus. So, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch vor der Wache. Ja, sieht gut aus. Ich glaube, ich finde irgend so einen Stab an irgendeiner Bruchstelle. Ich versuche es mal als erstes mit der hier unten. Genau, da haben wir ein Fragezeichen. So. Eine Einschienenbahn. Aha, da war ja noch was. Wir nehmen uns den Brustkorb mit von dem netten Herrn hier. Now this might be useful. Gut, dann haben wir doch nicht den Stab gefunden und können weitermachen. Dafür haben wir einen Brustkorb, wo ich auch schon die Verwendung weiß.
So, ich guck mal zur nächsten Einsturzstelle. Ich glaube, da finden wir irgendwo diesen Stab, den wir brauchen. So, es sind sehr lange Wege hier leider. Ich werde es aber, glaube ich, nicht rausschneiden, weil das gehört nun mal zum Spiel dazu. So, hier waren wir schon. Ich gucke es mir trotzdem nochmal an, nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Oder war hier in der Luftschleuse vielleicht irgendwas? Wer weiß, wer weiß. So, hier ist nichts. Nur Deko. Gut, dann gehe ich mal einen Bildschirm nach unten und gucke mal, ob ich da rauskomme. Ansonsten war er, glaube ich, wirklich in der Luftschleuse. Wie gesagt, ist schon etwas länger her, wo ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe. So, hier kommen wir nicht raus, hier kommen wir gar nicht durch. Gut, dann muss ich mal nochmal zur Luftschleuse zurück. Ansonsten weiß ich es leider nicht. Ich glaube, ich musste da unten Stock zwischenklemmen. Bin ich mir so ziemlich sicher. Ich gehe mal hier oben rein. Ich hoffe, dass die Wache da vorbeigeht. Gut. So, zerstörte Treppe, Steinschachtel, Achse. War das vielleicht die Achse, die ich mitnehmen konnte? I can't pick that up. Nö. Einsturz. Wo finde ich nochmal diesen Stab? Habe ich irgendwo was übersehen? Es ist garantiert irgend so ein Maschinenteil irgendwo. Jop, geschafft. Gut, dann werde ich erstmal was anderes machen, denn wir können diese Bratwurst mit dem Brustkorb benutzen. Und jetzt haben wir einen Korb mit Köder. Und diesen Köderkorb... Mann, wo war dieser Stab? Diesen Köderkorb, den kann ich nämlich... an diesem Krabbenteich da benutzen, um uns eine Krabbe zu fangen. Ich guck mal nochmal, wo diese Abkürzung hier hinführt, dass wir vielleicht ein bisschen schneller unterwegs sind. Hoffentlich, hoffentlich. Nö. Sind wir in der gänzlich falschen Richtung gelandet? Ach, Mist, Mist, Mist. Gut, aber ich sehe gerade, die Folge ist eh vorbei. Dann werde ich mal diesen Stab versuchen, irgendwie offline zu finden. Um euch da irgendwie nicht länger zu langweilen. Aber bevor ich die Folge beende, gehe ich erstmal noch zum Krabbenraum und fange uns eine leckere Krabbe. So, benutze Korb mit Köder mit Teich. I hope this catches crabs. So. Schnapp! Wie allerdings der Brustkorb dazu schnappen kann, ist mir ein Rätsel. Gut, jetzt haben wir eine gefangene Krabbe. Gut, dann werde ich an dieser Stelle hier diesen Part beenden und mal ein bisschen offscreen nach diesem imaginären Stab gucken. Ja, ob ich ihn hier irgendwo finde, und dann melde ich mich in Folge Nummer hoffentlich 10 zurück. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!